Wenn man ans Elsass denkt, denkt man auch ziemlich schnell an Wein und die Weinstraße, die bekannte. Doch es gibt auch andere Ecken, die im Elsass sehenswert sind. Zum Beispiel das Münstertal. Willkommen im Münstertal, genauer in der Maison du Fromage, dem Haus des Käses. Das ist der typische Süßkäse, ja, mit Schnapskirschensahne und Zucker, ja. Mit einem Glas Gewürztraminer, das ist der bestmünchte Käse. Jede Ferme produziert ihren eigenen Münsterkäse hier im Valle du Monster. Wir besuchen Jérôme in der Ferme Versant du Soleil. Wir sind in Münster, weiterhin auf den Spuren der Ostertraditionen. Hier bei Willi Fritsch und er zeigt in seiner Patisserie, was seine Spezialitäten sind. Und das wären? Heute kann man Lamelle machen. Das ist jetzt die Osterhase, das machen wir das Lamelle. Das ist gemacht für den Jungen. Jeder macht das Lamelle daheim. Wir als Konditor machen das Auto. Für die Leute, die es nicht können machen, das können kaufen. Und wir haben noch Zeit, wie wir das Lamelle machen. Noch eine Spezialität, die Sie erfunden haben? Gut, auf die machen wir das Sterik. Wie sieht das aus? Das Sterik, das ist Sterik in Bratstall. Da haben wir das Sterik gemacht. In Münstertal haben wir das Frühjahr von der Sterik. Und alle Frühjahr feiern wir das Sterik, wie der Sterik wieder zurückkommt. Und für alle, die eine Übersetzung brauchen, Sterik, das sind Störche. Im Münstertal gibt es nicht nur Käse, sondern auch Wein. Und den besten Wein habe ich hier gefunden. Und zwar? Also ein Pinot Gris, Tocade, 2010. Mhm. Und? Ein Riesling Linsenberg, 2011. Prost! Zuhinterst im Münstertal, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, hat sich Michel Scherzinger seinen Bubentraum erfüllt und die Ferme-Auberge Sondernach Ried aufgebaut. Ich bin hier bei Michel Scherzinger auf seinem Bauernhof sozusagen. Wie haben Sie diesen Ort hier realisiert? Das war ein Kindertraum. Ich wollte immer Bauer sein. Und für so etwas anzubringen, sind es fast 35 Jahre, habe ich warten. Und so also habe ich meinen ganzen Traum 35 Jahre lang ernährt, als ich einmal an das Leben kam. Und der Tag, wo ich dran gekommen bin, habe ich schon gewusst, was ich machen will. Die Ziele, die ich gehen will. Was der so ein Bauernhof aussahnen, was er austragen muss, wie sich die Leute wohl fühlen, was wir gerade machen an der Küche, was wir produzieren können. Und das alles habe ich die Meinung, dass das schon Christa gesehen ist bei mir. Aber ich habe mir so 35 Jahre warten, als ich dran gekommen bin. Und der Tag, wo ich da dran gekommen bin, ist es nämlich, als wenn wir einfach Tee aufgemacht hat, immer Vogel, immer Käfig, und hat gesagt, jetzt ist Freiheit, jetzt flieg. Und diese Meinung habe ich.
Und es passt mir so gut, dass ich mich so wohlfühle mit mir selber. Und dass ich das Handwerk so ausdrücken kann, durch den Bauernhof, was mit dem Fee, mit der Natur, mit den Leuten, als sagen wir, 100 Jahre jetzt waren wir fehlen, für weiterzumachen. Mhm. Ja. Oh. Schön. Wenn es um Traditionen geht im Elsass, habe ich hier den Spezialisten. Und zwar ist das Gérard Leser. Er lebt in Münster. Er kommt aus der Region. Er ist Historiker und Volkskundler und verrät uns nun die Geheimnisse des Vallée de Münster, vor allem der Menschen, die hier leben. Ja, besonders die eben, aber wo man geht, der Menschen täglich. Das Münstertal ist ungefähr 30 Kilometer lang, hat ungefähr 20.000 Einwohner, es sind so Bachmenschen. Und man hat immer gesagt, vor der Zeit, es sind Talesel, sind Talstier. Tal Mutterlich, Käsmachtlich, weil man viel Menschenkäse macht. Und Machtlich ist Diminutiv von Martin. Und eins ist sicher, wir sind viel besser als die Amerikaner, denn wir sind vor den Amerikanern hinter dem Mond gesehen.